Der erste Reflex bei einem Radfahrer, wenn es darum geht, die Qualität eines Mountainbikes zu überprüfen, ist meistens, dass man das Bike anhebt und das Gewicht überprüft. Was aber ebenso wichtig ist, ist der Rollwiderstandskoeffizient der Reifen. Wir haben in diesem Zusammenhang ein Projekt mit Swiss Cycling durchgeführt. Das Ziel beim Mountainbiken besteht darin, im direkten Vergleich mit den Gegnern eine Strecke so schnell als möglich zurückzulegen. Die Geschwindigkeit hängt dabei während jedem Moment davon ab, wie viel der Athlet leistet im Verhältnis zu den entgegengesetzten Kräften. Zu den entgegengesetzten Kräften gehört die Hangabtriebskraft, der Rollwiderstand und der Luftwiderstand. Des Weiteren muss bei jeder Beschleunigung von neuem das Trägheitsmoment überwunden werden. Der Rollwiderstand beim Mountainbiken kann in Abhängigkeit von der Strecke bis zu 69% des Gesamtwiderstands betragen und ist deshalb ein wesentlicher Faktor, der untersucht werden sollte. Wir haben die Rollwiderstandswerte von führenden Mountainbike-Reifen, so wie sie an internationalen Wettkämpfen verwendet werden, untersucht. Es wurden insgesamt 11 Mountainbike-Reifen untersucht. Zu Beginn wurden sowohl die Strecke als auch die Mountainbike-Reifen eingefahren. Danach wurde in randomisierter Reihenfolge jeder Reifen mit 5 bis 6 Testläufen getestet. Ein Testdurchgang beinhaltete 5 bis 6 Runden. Dabei wurde kontinuierlich die Leistung mit Hilfe einem Leistungsmesssystem und die Geschwindigkeit aufgezeichnet. Die Werte wurden anschließend am Computer mit Virtual Elevation ausgewertet, um den Rollwiderstandskoeffizienten CR zu bestimmen. Ganz zu unserem Überraschen gab es große Unterschiede zwischen den Rollwiderstandswerten der getesteten Reifen, obschon es sich jeweils um das Topmodell des jeweiligen Herstellers handelte. Der Unterschied zwischen dem höchsten zum tiefst gemessenen Rollwiderstandskoeffizienten betrug 16%. Rechnet man diesen Effekt auf die Wettkampfleistung bei einem Mountainbike Cross-Country-Rennen aus, dann führt dies zu einem Zeitgewinn von 2 Minuten 48 bzw. zu einer Leistungsersparnis von bis zu 15 Watt. Die Studie hat gezeigt, dass es relevante Unterschiede auch bei führenden Mountainbike-Reifen gibt. Diese Unterschiede sind relevant für den Wettkampf und führen zu einem relevanten Zeitgewinn bzw. zu einer Leistungsersparnis. Deshalb sollte bei der Wahl eines Mountainbike-Reifens nebst dem Grip, der Traktion und der Bahnensicherheit auch der Rollwiderstandswert berücksichtigt werden. Des Weiteren ist bei der Untersuchung aufgefallen, dass auch die Felge, auf die der Reifen montiert ist, einen Einfluss auf die Abrolleigenschaften des Reifens haben könnte.